wenn ich hier so am Mittelmeer liege, ich erwische mich immer dabei, wenn ich aufs Wasser gucke. Bringt der Beruf eigentlich schon mit. Kann mir passieren oder kann nichts passieren. Und dann denke ich, Mensch Jürgen, du bist doch gar nicht mehr im Dienst. Irgendwie schaltest du dann ab, aber geht automatisch, wenn man da rüber guckt. Auch wenn die kleinen Kinder hier schon mal ins Mittelmeer gehen, mit den Eltern, guckst du automatisch hin vorne. Wenn man in meine Augen zu, ich denke, Jürgen, das kann doch nicht wahr sein. Kinder, sonst nichts mehr. Bitte? Ich rufe nur kleine Kinder durch, die verloren werden. Oh, ich bin auch ein kleines Kind. Ja, ja, das ist mir klar. Nein, wir suchen nach noch ein kleines Kind. 16 Jahre alt ist. Kleine, verläuft. Bitte schön. Ich hab die Uhr gefunden. Ja, danke. Ich geb die an der Kasse vorne ab. Ja? Danke. Schmeckt, ne? In Spanien ist doch Wodka drin, da ist doch besser. Los. Ja, hört auch dazu. Ja, ich habe zwei. Ja. Der eine ist noch schlimmer. Der andere links rumgerannt. Schwimmflügel um, sonst geht nicht. Ne? Alles klar. Alles klar. Ja, junge Frau mit Mäuschen ist das nicht getan. Wir sind ein Riesenbad hier. Sie müssen auf das Kind ein bisschen aufpassen. Ja? Wir haben hier vier Becken, da passiert schnell was. Ja? Ja. Sind Sie so freundlich? Kann ich den glauben, Mann. Passiert hier was? Ich stehe voll in der Verantwortung. Ich muss mich auch eventuell vor Gericht verantworten.
Und das ist, alleine der Stress ist schon sehr hart für mich persönlich. Ich habe auch vor Jahren ein Kleinkind gehabt, 5 Jahre. Die Mutter war eine Pommesbude oder irgendetwas, ich weiß es nicht genau. Ist ins Wasser gefallen und wie gesagt, wir hatten es auch sofort, aber nicht nach einer Woche verstorben. Wir haben eine Wiederbelebung eingeleitet. Es war schon blau angelaufen und Herzschlag ist auch beigekommen, aber der Sauerstoff, der fehlte. Es hat mich auch sehr, sehr belastet zu der Zeit. Weil man, sie hat ein Würmchen da liegen und man versucht alles wieder beizukriegen und ist natürlich eine bittere Zeit. Ne? Aber das ist unser Beruf und wir müssen damit leben. Oder wollt ihr anziehen? Wollt ihr anziehen? Gut, dann lasst das bitte sein. So, da hinten rüber und abreagieren. So, mitgehen, anziehen. Was passiert hier? Der Einzige? Ja, der Einzige. Ich könnte natürlich noch härter durchgreifen, ich darf es aber nicht. Ne? So wie jetzt bei den Kleinen, da war das eigentlich kein Problem. Ne? Und das muss man alles schon im Vorfeld so ein bisschen abschätzen können. Oder ich erkenne auch sofort vom Weiten, wer hier Spanner ist oder nicht. Alleine am Gang oder das ganze, oder hinter Mädchen hergucken, da sieht man dann schon alle, wie er veranlagt ist. Ne? Und dann sage ich dann schon meistens zum Badewärter ein bisschen im Auge halten, wenn er zur Dusche geht oder irgendetwas. Aber wie gesagt, das muss man alles schon ein bisschen im Vorfeld abwägen können. Feierabend, Leute. Komm, guck mich. Schöne Grüße an Kasse Brockster, Ritva A. Der hat heute frei, er hat einmal in der Woche darf er raus von dem Knast, weißt du? Heute hat er frei, dann kommt er sofort im Bugabad. Weil ich bin heute Freigänger. Der? Wegen was? Nein. Steuerhinterziehung. Das ist mein Gesang. Der ist super, dein Gesang. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der weiß, warum er im Knast ist. Der wurde 5-mal gemeldet, Asylbeantrag. Einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Jetzt, Düsseldorf. Jetzt in Essen. Guck mal, Asylant hat so dicke Kette. 5000 Euro, was er hier hat. Ehrlich, alle Sozialempfänger. Du auch? Ah, nee, ich nein. Du? Ich hab acht Jahre Asyl. Bis jetzt ist das Asyl. Deutsche Papiere, Schatz. Akta, wie hast du die denn gekriegt? Ich? Gekauft. Von Sozialamt. Bei Aldi. Ja. Meine sehen ja auch süß aus. So ist das ja nicht, ne? Muss ich aber ein bisschen ehrlich sein. Ich mag diese Männer, die wirklich gut aussehen und ja, einen schönen Körper haben. Ich meine, wer mag nicht gerne einen schönen Körper ansehen oder vielleicht auch fühlen oder wie auch immer. Aber es gibt andere Sachen, die sind wichtiger. Finde ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Guck, da lässt einer wieder seine Uhr liegen hier und dann ist die Uhr weg hier. Ja, habt ihr das im Auge? Thank you.
hast du denn, Jung? Ja, gib ihn da doch wieder. Wenn ihn das doch gehört, dann gib ihn das doch. Ja? Ihr seid doch Freunde, oder nicht? Ja. Ja, dann könnt ihr euch das doch teilen, oder? Schaffst du doch, oder? Ja. Ja, siehst du. Vertragt ihr euch und dann ist das in Ordnung. Ich finde ihn sehr nett. Ich finde ihn auch sehr gut aussehen. Er ist wirklich einfach Mensch. Einfach so im Großen und Ganzen finde ich, ist einfach Mensch. Also mit allem. Ich glaube sogar, dass man zu ihm kommen könnte, wenn man sogar ein kleines Problemchen hätte oder so. Dass er wirklich versuchen würde, einem wirklich beizustehen oder weiß ich nicht. Das ist wirklich einfach nur toll. Sagt ihn allgemein, Skilehrer, Fahrlehrer und Schwimmmeister sind keine Typen zum Heiraten, weil da am meisten Scheidungen da zustande kommen. Bei Skilehrer, ich war noch nicht im Skiurlaub, ich kann da nicht drüber urteilen, aber mein Bruder, der kann da mehr zu sagen. Der sagt, das geht da schon, die haben ja auch ständig Kurse, nehme ich mal an, und das, die Versuchung ist doch ganz schön schwer. Oder so wie hier in diesem Freibad zum Beispiel, hier unsere älteren Damen, die da oben sitzen. Wenn ich da nicht guten Tag sage, dann kann ich aber was spannen. Ne? Und dann guckt aber schon die eine, wie lange ich die andere die Hand gebe. Ne? Aber das gehört einfach dazu, wenn man so lange dabei ist. Das sind mal eben unsere Gäste, auch wenn sie Beschwerden haben. Früher haben sie geschrieben, heute kommen sie zu mir. Ich versuche immer zu helfen, dass diesen Schaden oder die Probleme, die sie haben, abzustellen. Ich hatte vor 5 Jahren, saß eine ältere Dame drüben unterm Baum. Herr Lorenz, da sind Läuse im Baum, machen Sie mal die Läuse weg. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Säge genommen, den Baum abgesägt, da waren die Läuse weg. War es aber auch nicht zufrieden, weil sie keinen Schatten mehr hatte. Über, so wie heute, war das natürlich auch für mich ätzend. Ich habe 1/2 Stunde gebraucht, um überhaupt bis zu meiner Wohnung zu kommen. Fand ich dann auch nicht ganz so toll. Wenn mir da nicht irgendwelche Leute noch geholfen hätten, stände ich wahrscheinlich heute noch, heute Abend noch da. Weil keiner bereit war, auch nur 1 Meter Platz zu machen für mich. Ich schließe das ja aus. Ich mache die Rolle hinunter. Von daher bin ich wie so in so einem Käfig eingeschlossen hier. Ich sehe und höre nichts, egal was da draußen passiert. Ich kriege nichts mit. Oder wenig. Na gut, diese Durchsagen mit den verloren gegangenen Kindern und so weiter, das kriege ich natürlich mit. Ist ja laut genug. Aber sonst... Ich bin vor 14 Jahren Witwer geworden, meine Frau ist sehr früh gestorben und war dann auch circa 12 Jahre
Witwer. Ja, und habe dann meine Frau kennengelernt und habe dann auch lange gewartet, bin heiraten. Mit allen Konsequenzen. Sie wusste, ein Mann mit 55 kann man nicht mehr ändern. Sollte man auch nicht. Er braucht das wie die Luft zum Atmen. So dieses gewisses Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht. Aber wie gesagt, das ist aber alles nur mehr Show. Das ist alles so seine Show. Und wenn die Damen dann kommen, und da kann er ja auch seine Geschichten erzählen, die ich ja alle schon zur Genüge kenne. Ja, und da kommt er auch an und dann wird viel gelacht und hat er Spaß und die Damen auch und dann ist das auch in Ordnung. Genauso, wenn er dann nach Mallorca fliegt oder so, also ich brauche mir da keinen Kopf machen. Wie gesagt, sie lässt auch meine Vergnügen und sie lässt mich auch meine 13 oder 10 Tage Mallorca alleine, weil ich das jahrelang gemacht habe mit meinem Kollegen. Da habe ich aber absolut keine Schwierigkeiten drin. Ein bisschen Vertrauensbasis muss schon da sein. Ich mache auch meine Scherze auf Mallorca. Ich bagger auch gerne, das streite ich auch nicht ab. Und aber irgendwo ist aber, wenn meine Frau da ist, ist alles beendet da. Dann ist meine Frau da und da lasse ich auch nichts drauf kommen in dieser Basis. Vor 12 Jahren konnte ich nach 10 Tagen nicht mehr sprechen, nicht mehr husten, gar nichts mehr. Habe ich nach Hause angerufen, meine Frau hat mich gar nicht verstanden am Telefon. Ich sage, Hannelore, hol mich von der Insel. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ob ich auf Ibiza bin, Menorca. Ist ja alles die ganzen Balearen hier. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Ich sag, nimm dir einen Fluch und komm runter, hol mich von der Insel. Naja, an einem Tag, ich bin wieder so ein bisschen einigermaßen auf dem Damm. Ich denke, Jürgen, du hast irgendwie Scheiße gebaut. Was macht meine Frau? Nimmt sie einen Linienfluch und kommt hier runter. Ich sitz da, ich stand im Kaffeeslock. Hatte abends auch noch eine Verabredung, da kam auch noch dabei. Ich sage, Sie müssen mal entschuldigen, ist ja das Verlöbnis ist heute gebrochen. Ich meine, Frau kommt heute. Alles sitzt da, rieben sich so die Hände, schmerzen sich an. Und wie gesagt, ich auch im September, wenn ich die paar Tage alleine hier bin, ich freue mich, wenn meine Frau nachkommt. Dann wird ein bisschen ruhiger. Ne? Hier mit den Jungs, ist doch klar, wenn die Männer nur alleine hier sind, was hier los ist. Ne? Mallorca eine Woche. Aber da buddel ich mich ein, wenn sie kommt. Also, er ist schon die Älteste hier, ne, Lorenz?
gefunden. Ja, das kann man so sagen. Und schon seit Eröffnung hier in diesem Wasser. Schwimmen tut's ja nicht, die ist ja nur Bewegung im Wasser, mehr macht sie nicht. Nee, wir tummeln uns im Unterwasser in den Wellen, das ist doch toll. Vor allem sind wir abends kaputt und müde, ne? Und da hat viel Hunger. Ich muss dich raustragen, sonst würde ich gar nicht rausgehen. Und das schaffe ich ja nicht. So viel Kraft habe ich gar nicht mehr, aber Anneliese, würd's ja gerne, wenn ich die mal aus Wasser trage. Ne? Ja. Ja. Andere in meinem Alter sitzen am Küchentisch und haben Depressionen. Ja, ich bewege mich aber und mache alles hier. Kontakte, weil ich ja zu Hause schon alleine lebe. Ich bin seit 72 Witwe, darum bin ich nicht immer allein. Ich habe viel Kontakte. Aber das brauche ich auch, ne? Ist doch schön. Aber auch Menschen, die viel gesehen haben, wo ich was von höre, nicht nur Krankheiten und Enkelkinder, das interessiert mich nicht. Und einwecken und Kuchen backen. Man muss was anderes hören. Ne? Die Welt ist so schön. Wir sparen unser Geld, wir haben ja nicht so viel, weil wir Rentnerinnen sind. Und dann jobbe ich noch ein bisschen nebenbei. Ich habe schon mal einen Hund in Pflege oder eine Katze. Das wird gespart und dann wird es auf den Kopf gehauen für den Urlaub. Sri Lanka oder Kenia war ich zweimal oder auf Safari. Ja, das ist mein Leben. Darum, wenn der Hardy Krüger erzählt, da kann ich mitreden. Ne? Oder Bangkok, schwimmende Märkte, Klumpfahrten, das habe ich alles hinter mir. Ja, das ist die Welt, das ist Leben. Jim, Jimmy, Jim, Jimmy, Jim, Jim, Cherie, as sweet as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, 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 good luck for a pop when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think the sweet's on the bottom most rung. No, I spend me time in the ashes and smoke. In this all wide world, there's no happier bloke. Chim chimity, chim chimity, chim chim chiri. A sweet fist as lucky can be. Chim chimity, chim chimity, chim chim chiri. Good luck, everyone. When I shake hands with you. Ganz schwer mit laufen, aber es geht. Und da muss ich auch die Voraussetzung bringen, gerade hier bei uns im Krugerbad. Wir haben ein Becken von 5 Meter Tiefe. Und da überprüfe ich mich auch selber, ob ich da noch runterkomme. Und ich habe auch keine Probleme. Wenn ich wüsste, dass ich in der Sprunggrube nicht mehr tauchen könnte, dass ich da runterkäme, würde ich mich nicht mehr ins Wasser stellen. Weil ich einfach zu nervös wäre, wenn mal unten einer drin liegen würde, halt Jürgen, du kommst da nicht mehr runter. Dann würde ich sagen, ich hänge meinen Beruf am Nagel.
setzen sich doch Haare fest und Pollenflug, da sitzt ja alles da unten vor. Und wie gesagt, desto besser ein Durchfluss da ist, desto besser ist die Wasserqualität. Das ist das ganze Problem hier. So wie bei Nichtschwimmerbecken ist nicht so schlimm. Da habe ich ein bisschen Wasser im Ohr, das ist normal. Einmal vorklopfen und ist frei, da hört direkt besser. Das ist genauso, wenn man einen Flug macht, wie Druckausgleich. So ist das auch bei uns hier. Nur ich nehme gerne immer gerne Schwimmflossen mit ins Wasser, da ist ein bisschen leichter mit der Schwimmerei. Und wie gesagt, ich schwimme eigentlich gerne mit Flossen. Verschiedene können gar nicht mit Flossen schwimmen, aber ich mache es ganz gerne. Ich bin ein Sonnenmensch. Wenn ich Sonne da ist, dann fühle ich mich auch wohler, dann tut es hier nicht weh, da nicht weh. Man merkt es ja selbst, wenn ich in Urlaub fahre. Ich fahre ja nur in der Sonne in Urlaub, ich fahre auch nicht im Winterurlaub. Weil wenn ich hier Schluss habe, dann muss ich auch noch ein bisschen in der Sonne relaxen. Und wie gesagt, mir macht es auch nichts aus, wenn ich 10 Stunden auf dem Turm stehe. Viele können die Sonne ja nicht vertragen, aber ich habe da kein Problem mit. Bei 40 Jahren Freibad-Erfahrung müsste da auch nicht drin sein. Auch die Gewohnheitssache. Wenn Sie hier jetzt hier verschiedene Badegäste sehen, die schwimmen 10.000 Meter am Tag. Und das ist ja eine stupide Angelegenheit. Und Schwimmen ist ja auch ist einer mit der anstrengendsten Sportarten, die wir haben, außer nach dem Rudern. Ich sage immer, Rudern ist, weil der ganze Körper in Bewegung ist. Beim Schwimmen ist der Körper ja unter Wasser, der kriegt ja nur einen Teil Sauerstoff. Also ist es auch dementsprechend verdammt kraftanstrengender Sport. So wie jetzt der junge Mann da unten, der schwimmt heute seine 10.000 Meter. Und da habe ich eigentlich kein Interesse mehr dran. Ich schwimme wohl noch mal an der 1000 Meter, wenn ich Lust und Laune habe. Aber wenn ich keine Lust habe, mache ich es auch nicht. Dass ich jetzt da runterspringe. Vom Dreier kann ich ja, aber vom. Nee, vom Fünfer nicht. Aber jetzt kann ich es. Immer. Also. Manchmal ist das ganz einfach, oder? Ja, ich habe einfach mal. Und dann runter. So, ich einfach jetzt. Puh. Ja. Ja. Nochmal, ja. Messi! Oma! Hier, der Kleine macht sogar Kniff und du, Alter, er macht hier, du machst hier Arschwackel oder was hier, ne? Ich? Ja, mach Kniff, komm, will ich sehen. Mach Kniff. Mach du mit. Komm, 1, 2 und spring. Jetzt, weißt du, erst so auf Style, Kniff, Style. Mach, ich mach gleich Kniff, Alter. Soll ich machen, Geh, mach doch jetzt mal Kniff. Ich? Komm, mach mal Kniff, komm, mach den. Ja, komm, jetzt kommt er. Mach Kniff, geh mal weg. Mach der auch, zwei. Alter!
schwimmen? Super Männer! Cousins! Geh noch, geh noch, hör auf, bitte! Hier, heb doch mal auf hier! Komm her, das fällt nicht mehr! Reiß von deinem Duschwasser, heb auf! Und ab in der Mülltonne! Stehst du da, hast du! Da rein! Nein, Fuß! Gut! Hallo! Ich bin da! Hi! Normal, wenn ich eine Diät mache, ich gehe gar nicht auf die Waage. Ich habe eine bestimmte Hose. Und wenn die kneift und passt nicht mehr, dann sage ich, Hanne, es wird mal wieder Zeit, weil das ist meine Lieblingshose. Und da hänge ich dran und die wird auch nicht weggeschmissen. Die bleibt und war auch eine teure Hose, muss ich ehrlich sagen. Und ich, wie gesagt, ich saß mal, konnte ich so machen. Und wenn ich heute reingehe, sitze natürlich ein bisschen spacker. Also mache ich da wieder 14 Tage, halte ich mich dann dran. Aber wie gesagt, die darf ich nur einmal mit nach Mallorca nehmen, weil sie dann immer schimpft. Die passt 2-3 Tage. Ja, allerhöchstens. Allerhöchstens und dann ist wieder Sense. Ich habe jetzt noch eine andere Hose drunter, ein bisschen größer. Ja, ja, es wird wieder Zeit, ich sehe es schon. Die musste nämlich so lange ab, bis ich sagen kann, geht rauf und runter. Aber wie gesagt, ich saß mal, war mal... Ja, hinten Fott habe ich drin, also das sagst du ja. Ne? Ja, da hast du wenigstens mal Po in der Hose. Aber normal, wenn ich dann abnehme, ich nehme hauptsächlich von hinten. Po, wo eh schon nicht viel ist. Aber wie gesagt, die wird nicht weggeschmissen, da hänge ich dran und die bleibt auch so lange. Das ist das Maß der Dinge. Bis das Maß der Dinge ist. Aber meine allererste Wundfaltenhose und da hänge ich dran. So, bestimmt 6 Jahre hat die bestimmt schon am Puckel, ne? Länger. Meinst du noch länger? Länger, die hatte ich schon, gar nicht die hatte ich schon, wo ich... Wo ich dich kennengelernt habe. Nee. Nee? Das wären 15 Jahre, da gab es solche Hosen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wieder 14 Tage mache, dann geht es wieder einigermaßen. Aber wie gesagt, und das ist einfach, das ist mein Maß, wo ich mich dran halte. Kollege kam und dann hieß es, die Klippenspringer aus Essen kommen. Ne? Oder die Berufsschwimmer. Wir haben immer gesagt, was hat er vom Beruf? Wir haben immer gesagt, Berufsschwimmer. Der Mann ist immer im September mitgefahren. Oder zu meinem 50-Jährigen war er auch hier im Mai. Und aber wie gesagt, es sind sehr viele Erinnerungen an meinen Kollegen. Ne? Sehr, sehr viele. Auch hier die anderen Bekannten haben alle gefragt, was macht man mit dir? Ich sag's mal eben. Und ich will es auch gar nicht wissen, ob mehr oder was. Da weiß ich ja nicht, wie schnell es geht. Und er hat nur wieder gesagt, letzte Minute bei ihm. Ich sagte, Jürgen, grüße mir alle auf der Insel. Sag, Manfred, mache ich. Ja, und ich sag, Schicksal, wie es eben geht. Ne? Ich hab sehr lange meinen Knacken gehabt. Was heißt sehr lange meinen Knacken gehabt? Meine Frau hat das gemerkt. Ich war fix und fertig. Ich sag, das kann doch alle gar nicht möglich sein. Und der Fehler, den ich machte, war eigentlich mein größter Fehler. Ich hätte es wieder machen dürfen. Ich habe mir nochmal im Sarg angeguckt. Ja, ich denke, komm. Schüttel dir ab, weiter. Ja. Das Leben geht aber weiter. So ist es mal eben. Ne? Und wie gesagt, er hatte vor 2 Jahren, haben sie ihm die Niere rausgenommen.
weil auch eigentlich eine schwierige Operation ist. Man weiß ja nicht, ob er da schon was hatte oder eher. Und hat auch immer ein bisschen Hautkrebs, der ist schon mal geschält worden auf dem Rücken. Ich sag, Manni, komm, mal starten. Schnäuzer, Riesenkerl. Und muss man anders erzählen. Mit meinem Kollege, wir haben uns angeguckt, wir haben uns blind verstanden. Verstehen Sie das? Wir haben uns angeguckt, wir haben uns blind verstanden. Gucken. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Mittlerweile sind wir ein bisschen hochmodern geworden hier bei uns. Wir haben ja die Probleme mit unseren Nachtbader, die wir hier haben oder hatten. Es ist besser geworden. Ich habe ja nichts gegen, dass sie hier nachts baden gehen, aber wenn sie mir Bänke reinschmeißen und Papierkörbe und Müll oder Graffiti machen, dann werde ich ein bisschen unruhig und werde nervös und habe mir seit 5 Jahren eine Fernbedienung kommen lassen, wo ich hier komplett beleuchten kann. Also ist das ganze Bad beleuchtet. Und sobald ich Licht anmache, laufen die hier wie die Hasen. Da haben sie Angst, der Bademeister kommt. Und das hat auch wunderbar geholfen. Das habe ich an alle 3 Gebäude dran. Brauche nur draufdrücken und schon ist es wieder aus. Und also das Schönste ist gerade, wenn wir das Flugzeug hier oben hören, wenn ich morgens Frühdienst habe, da kommt die erste Frühmaschine von Mallorca. Die fliegt um 4 Uhr in Mallorca weg. Und kommt genau um 6 Uhr übers Krugerbad geflogen.
Und dann gucke ich natürlich mit voller Sehnsucht da oben hoch. Aber nur, wenn die von dieser Seite kommen, dann landen sie. Ja? Also sind sie schon geputzt und haben ihr Geld da ausgegeben. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the my only son, I concentrate on you. On your smile so sweet, so tender, when at first my kiss you declined. On the light in your eyes when you surrender, and once again our arms intertwine. And so when wise men say to me, that love your one love comes to me. Schöne Grüße an die Couch. Wise men can be wrong, I concentrate on you. Ich bin kein frommer Mensch. Ich sag, Hanne, das war mal wieder eine gute Saison. Ich gehe in die Münsterkirche, stelle eine Kerze auf. Und da stehe ich zu. Your smile so sweet, so tender, when at first my kiss you decline. On the light in your eyes when you surrender, and once again our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. I concentrate and concentrate on you. Tschüss, das war's. Bis zum nächsten Jahr.